Wir haben schon relativ frühzeitig versucht zu reagieren, und zwar deshalb unsere Abteilungen, die stark tangiert sind, wie Turnen, wie Basketball, wie Badminton und vor allem Fußball, die kamen mit einem Hilfeaufruf im Rahmen unserer alljährlichen Klausur, das war im späten Frühjahr, und haben gesagt, wie können wir mit dem Thema umgehen. Wir müssen das durchgängig vorbereiten. Wir müssen da ein klares Konzept haben. Und das hat uns dazu angespornt, eine Projektgruppe zu bilden. Und die sind auch kräftig am Arbeiten. Ja, unseren pakistanischen Freunden hat es sehr Spaß gemacht bei uns im Training. Und wir haben die sehr positiv aufgenommen. Da waren sie froh drüber. Und jetzt spielen wir mit VfL Herrenberg. Eine erste Mannschaft, Einzel und Doppel. Das gefällt mir sehr gut. Und dann sind wir auf sie zugegangen, ob sie uns helfen. Und haben sie gesagt, ihr helft uns, wir helfen euch. Und das war ganz einfach. Die waren sofort dabei. Der Schabal und die anderen, wo jetzt auch noch in der Halle sind, die machen da auch mit. Alle Leute sind sehr, sehr nett. Und ja, deutsche Leute auch, alle sehr nett. Und ich habe so viele Freunde hier, also Badminton. Wir haben jetzt schon einige Männer im Sport. Sieht man auch hier sehr schön im Hintergrund. Was uns noch fehlt, sind Frauen und Kinder. Die sind nicht ganz so schnell und einfach zu erreichen. Wir haben dazu Kontakt aufgenommen zu Flüchtlinge und wir. Und zu einer Gesellschaft, die First Care heißt, haben zwei Türkinnen gegründet, die sich Dolmetscher geholt haben, die sämtliche Sprachen, die vertreten sind hier bei den Flüchtlingen, sprechen. Und mit deren Hilfe möchten wir jetzt gerne in die Flüchtlingsheime gehen. Und ich denke auch nochmal, alle Menschen, wie hat mir geholfen? Geholfen. Hier ist Mehdi, also Mehdi auch hat mir geholfen und alle. Mein Trainer auch, ich denke auch mein Trainer, Volker. Und die Spieler mitspielen mit mir auch. Und ich bin sehr freudig hier in Deutschland. Anderen Vereinen würde ich empfehlen, sich ganz, ganz schnell mit dem Thema intensiv zu beschäftigen, sich Rat zu holen bei anderen Vereinen, die das bereits praktizieren. Das müssen nicht immer große Vereine sein, können kleine sein, aber es A, lohnt sich's, weil es macht keinen Sinn, wenn man dann gegebenenfalls mal unvorbereitet überrannt wird. Das ist dann zum Nachteil aller anderen Sporttreibenden und vor allem zum Nachteil aller Ehrenamtlichen. Und da haben wir ja nicht gerade die Personen und die ausgebildeten Leute in Hülle und Fülle.